Im 22. Jahrhundert hatte die Menschheit in den Sternen Fuß gefasst. Doch die Zerstörung der Erde warf die Galaxis in ein neues, dunkles Zeitalter. In den Jahren nach dem Zusammenbruch gingen fast alle politischen, wirtschaftlichen und technischen Fortschritte der Menschheit verloren. Am Anfang konzentrierten sich die Kolonien, die nie dazu gedacht waren, sich selbst zu versorgen, nur auf ihr Überleben. Das Ende der irdischen Nachschubwege war der Untergang vieler, und denen, die überlebten, stand ein verzweifelter Kampf bevor. Einer gegeneinander. Die folgende Gesetzlosigkeit zerschmetterte die alte Gesellschaft und führte zum Aufstieg von Kriegsfürsten und einem brutalen Kreislauf aus Überleben und Krieg. Jahrhunderte später haben sich die Kolonien als simple Feudalgesellschaft stabilisiert, ohne die Technologie, die sie zum Überleben nutzen, zu verstehen. Eine aristokratische Elite kämpft untereinander um das Recht, die verstreuten Reste der Menschheit zu beherrschen. Mit einer beliebigen Taste können wir fortfahren und beginnen damit unser Abenteuer in Star Dynasties, dem neuen Spiel bzw. sogar dem ersten Spiel von Pauly Games, gepublished von Iceberg Interactive. Ihr habt gestern wahrscheinlich schon, beziehungsweise heute, ich weiß noch nicht ganz, wie ich die Videos hochladen werde, muss ich ehrlich sagen, habt ihr wahrscheinlich schon meine Review gesehen. Ich werde auch noch ein erste Eindrücke-Video hochladen, beziehungsweise werde es, hab's vielleicht schon hochgeladen. Das hier ist nicht mein erstes Mal, dass ich spiele. Ich habe schon mal gespielt, das lief aber nicht so gut. Ja, könnt ihr euch ja ansehen, wenn ihr das sehen wollt, im ersten Eindrücke-Video. So, Star Dynasties, ein rundenbasiertes Strategiespiel, das sich selbst mal als Crusader Kings im Weltraum bezeichnet hat. Was genau das heißt, werden wir gleich alles sehen. Ich mache die Sachen aber mal der Reihe nach. Ich zeige erstmal, wenn wir ein neues Spiel anfangen, dann würden wir hier, denn wie ihr schon gehört habt, geht es ja um aristokratische Adelshäuser. Aristokratische Adelshäuser, na super. Da habe ich aber wieder richtig gut gemacht. Also aristokratische Häuser, Gebäude, ne? Ja, das hat keiner verstanden. Ich meinte, weil ich gerade aristokratisch und Adel doppelt, wollte ich jetzt ein Hausgebäude, egal. Deshalb können wir uns auf jeden Fall unser Haus ein bisschen anpassen, können ein Emblem wählen, eine Farbe, wir können unseren Namen anpassen, können das Aussehen unseres Charakters, sein Geschlecht, das können wir alles anpassen. Könnten einen ganz zufälligen Charakter wählen, ja, unseren Namen kann man alles sehr schön anpassen. Und wir können Eigenschaften sowohl für unseren Charakter wählen, als auch Eigenschaften für unser System. Das erkläre ich erstmal mit dem System, mit dem Charakter kommen wir gleich. Zum Beispiel könnte ich ein System haben, das reiche Mineralien ist, damit ich mehr Geld bekomme. Ich könnte einen Nebel haben, damit ich mich besser verteidigen kann. Ich könnte auch schlechte Eigenschaften haben, denn ihr seht schon hier drüben, die Eigenschaften, die man hat, die haben einen Bonus und der muss mindestens 0 sein. Oder, ja, das heißt maximal 0. Man kann natürlich negativ sein, dass es schlecht für einen aussieht am Anfang, wenn man das denn will. Man kann auch die Schwierigkeiten auswählen. Ich mache es mal auf einfach. Das Spiel wird relativ lange dauern und auch nicht ganz so einfach sein. Deshalb lasse ich es auf einfach. Es wird, glaube ich, knifflig genug. Jedenfalls der Bonus, man kann hier keinen OP-Typen haben, der jetzt den alle lieben würden und der einfach hier die super Militärverteidigung hätte. Das kann man nicht machen. Man muss mindestens 0 haben oder eben einen negativen Bonus. Das heißt, also ein Malus gewissermaßen. Das geht auch. Ich könnte deshalb das Spiel jetzt auch starten. Aber wenn ich jetzt das hier reinnehmen würde, dass ich Plus hätte, dann könnte ich es nicht mehr starten. So, jetzt zeige ich euch kurz, was die anderen Eigenschaften sind. Es gibt zum Beispiel auch hier gute Infrastruktur, schlechte Infrastruktur. Ja, ein Fruchtbarkeitsritual, dass man mehr Kinder bekommen kann. Das mit den Kindern, da kommen wir gleich zu. Ich zeige euch kurz auch die Persönlichkeit der Star Dynasties und davon werde ich euch gleich noch ein bisschen mehr erzählen, wenn wir im Spiel sind. Aber es geht sehr viel um die Beziehung zwischen Charakteren. Wie das genau läuft, werden wir, wie gesagt, gleich sehen. Aber zum Beispiel, sagen wir mal, ich hätte jetzt einen gierigen Charakter hier. Da bin ich besser in Administration, das heißt, ich bekomme mehr Geld und kann mehr Vasallen haben. Was das alles heißt, werden wir gleich sehen. Und andererseits werde ich aber nicht unbedingt gemocht. Besonders nicht von Leuten, die zufrieden sind mit dem, was sie haben. Die werden mich nicht mögen, aber allgemein auch nicht. Rote Eigenschaften heißt, dass ich allgemein unbeliebt bin, außer halt bei Leuten, die selber gierig sind. Die mögen mich dann trotzdem, aber allgemein bin ich eher unbeliebt. Deshalb ist das eine rote Eigenschaft und bringt dir halt schlechte Punkte. Und das wollen wir nicht. Wir können auch eine Spezialisierung auswählen, welche Eigenschaften wir besonders gut haben. 5 gibt es hier. Das werden wir uns alles gleich ansehen. Und ich werde hier jetzt auch gar nicht, ich werde jetzt hier gar nicht ein neues Spiel anfangen, denn ich habe mir schon einen Charakter erstellt. Ich habe da schon ein Imperium. Jetzt muss ich nur sehen, wo hier der zurück... Ah, hier. Hier, ich werde einfach ein Spiel laden. Das hier ist mein erster Eindruck. Das habe ich dann aber abgebrochen. Das lief da nicht so gut. Das, hier, das habe ich gerade heute. Hier ist jetzt schon... Ach so, das Spiel ist auf Steam erhältlich übrigens. Seit dem 16. März. Da habe ich auch meinen ersten Eindruck gespielt. Wollte ich eigentlich auch am selben Tag hochladen. Das hat leider nicht geklappt. Na gut, wie auch immer, Ach ja, ich kann ja schon mal ein bisschen vom Spiel erzählen, während das hier lädt. Also, wobei, eigentlich ist es besser, wenn ich es euch zeigen kann. Ist eigentlich besser, wenn ich es euch schon zeigen kann. Das kommt nicht so gut, wenn ich erkläre. Na gut, aber im Grunde geht es halt darum,
Ich kann ja schon mal die Grundlagen kann ich erklären, da muss ich nicht zeigen. Also wir sind eben ein Adelshaus und unser Ziel ist es, die Hälfte der bekannten Galaxis, das sind so um die 100 Sternsysteme, ich kann das hier unten mal zeigen, hier, wir haben 115 und wir müssen 58 davon beherrschen. 150 Sternsysteme gibt es und wir müssen 58 beherrschen. Das heißt, es gibt sogar noch mehr Systeme, die hier sind, nur die kolonialisiert sind, da kommen wir aber gleich zu. Im Moment haben wir nur drei Systeme. Wir sind dieser Typ hier unten. Wir können, wenn wir ihn anklicken, und ich empfehle euch übrigens, weil ich hier jetzt bestimmt nicht alles erklären kann, wie das mit der Steuerung und so läuft. Das würde, glaube ich, einfach nur nerven. Deshalb empfehle ich, wenn ihr das Spiel selber spielt, spielt einfach das Tutorial um die Steuerung, damit ihr euch erklärt wird. Sonst würde ich jetzt ziemlich lange brauchen, um die Steuerung hier zu erklären. Wobei, so komplex ist die Steuerung auch wieder nicht, aber ja, vergesst das. Ich kann euch die Steuerung erklären, oder? Kann ich die Steuerung erklären? Meine Fresse, jetzt verhaspel ich mich total. Ich höre am besten auf damit. Das verhaspel ich mich noch weiter. Alles klar. Okay, das ist jedenfalls unsere Figur. Den habe ich auch schon ein bisschen angepasst und ich habe ihm hier ein paar Eigenschaften gegeben. Die Eigenschaften, die ich gewählt habe, war Charming, dass wir in Diplomatie und Sicherheit besser sind und mehr Ruf haben. Was unser Ruf bedeutet, kriegen wir gleich, da kommen wir gleich zu. Dann habe ich nochmal die Militär und Sicherheit verbessert für einen leichten Debuff für Diplomatie. Dann habe ich mal in die Administration verbessert, das gierig, was wir eben gesehen haben. Und ich bin Regelbrecher, nochmal schlecht für Diplomatie, aber für Sicherheit gut. Außerdem bin ich energetisch, dass ich zwei Aktionspunkte mehr habe, denn jede Aktion oder fast alle Aktionen kosten Aktionspunkte und wir haben nur eine begrenzte Anzahl pro Zug und da möchten wir natürlich immer viele von haben. Am Anfang ist das nicht so wichtig, aber später, wenn wir ein großes Imperium haben, werden wir die alle noch brauchen können. So, unsere Aktionspunkte werden uns beeinflusst von unserem Glück, also unserer Glücklichkeit, wie glücklich unser Charakter ist. Wenn er zufrieden ist, hat er mehr Aktionspunkte und ist auch in anderen Aufgaben besser. Die Zufriedenheit hängt zum Beispiel davon ab, mit wem er hat das, sehen wir hier auch irgendwo, jetzt weiß ich nicht mehr ganz wo, hier Relationships, nee. Ja, genau hier, hier zum Beispiel, was gerade so los ist, zum Beispiel, dass wir nicht so viele Steuern an unseren Herren zahlen müssen, wir sind nämlich im Moment leider noch nicht unabhängig. Oder Empathie, zum Beispiel, wenn jetzt unsere Leute, die wir mögen, wenn die glücklich sind, ist unser Charakter auch glücklich. Solche Sachen beeinflusst die Glücklichkeit und die ist eben wichtig, damit sie möglichst viele Aktionspunkte haben. So, wie ich euch gerade gesagt habe, sind wir nicht unabhängig, wir sind nur ein Herzog. Es gibt verschiedene Ränge. Da gehe ich mal kurz auf unser Sternsystem, das fokussiere ich mal. Und jetzt sehen wir, unter einem der Reiter, ich weiß nicht ganz welcher. Das ist gerade ein schlechtes Beispiel. Gucke ich mal lieber das hier. Hier, wir sehen, manche Sternsysteme haben mehrere Häuser. Und die hier sind jetzt zum Beispiel Sir und Lady, die sind von den niederen Häusern. Ich weiß nicht genau, was es mit den niederen Häusern auf sich hat, aber es gibt ein herrschendes Haus immer für jedes Sternsystem. Und das wird regiert von einem Baron oder einer Baronin. Und diese Barone oder Baronin sind nicht unabhängig. Man kann auch unabhängig sein und nur ein einzelnes Sternsystem haben, das ist aber selten. Meistens gibt es Gruppen von mehreren Sternsystemen, die in einem Herzogtum vereinigt sind. Das heißt, die Barone haben ihrem Herzog oder Herzogin die Treue geschworen. Und wir sind in diesem Fall nun ein Herzog und uns gehört hier, und uns gehört hier dieses Reich, diese drei Sternsysteme, das hier, unsere Hauptwelt, Omikron Persei, die kontrollieren wir direkt als Baron. Das können wir hier sehen, wir sind auch der rechtmäßige Herrscher. Und diese beiden anderen, die gehören uns zwar rechtmäßig, aber die werden regiert von diesen Baronen. Wir können da jetzt nicht die Tagesgeschäfte beeinflussen. Und wenn es zum Krieg kommen sollte mit einem anderen System, dann können unsere Truppenstärke, hängt davon ab, welche unserer Vasallen uns denn da tatsächlich beistehen werden. Das werden die normalerweise natürlich machen, weil sie auch dazu verpflichtet sind als Vasall. Aber wenn uns ein Vasall nicht mag, dann kann es halt sein, dass der uns einfach verrät und uns dann gar nicht hilft. Und deshalb ist es wichtig, von seinen Vasallen gemocht zu werden. Wie das genau mit dem Ruf funktioniert, sage ich euch gleich. Jetzt möchte ich kurz noch erwähnen, das mit der Rangfolge möchte ich noch beenden. Es gibt nämlich noch eine Stufe über dem Herzog, denn wie ihr gesehen habt, sind wir ja selber auch nur ein Vasall, nämlich vom Donaldson-Sektor. Der hat seine Hauptwelt hier in Kochab. Und der Herrscher ist dieser gute Mann, Kenneth Donaldson, und der ist ein Archon. Und ein Archon beherrscht mehrere sogenannte Fraktionen in einer Liga. Und eine Fraktion ist eben ein Herzogtum, wie wir es sind, zum Beispiel. Und es ist nun so, dass so wie ich jetzt als Herzog keine direkte Kontrolle habe, was auf Beta Corvi so abgeht, ich kann jetzt nicht sagen, wo der Typ Botschafter hinschicken soll, wen er ausspionieren soll, vielleicht spioniert er mich sogar aus, das weiß ich ja gar nicht, oder wer zum Beispiel sein Militärchef ist, das kann ich nicht festlegen. Und genauso kann ein Archon auch nicht festlegen, was seine Herzoge machen. Ich kann jetzt selber hier Botschafter schicken, spionieren, ich könnte sogar eigene Kriege führen, ohne dass meine Liga unbedingt in diesem Krieg beteiligt ist, also man gibt da einiges an Autorität ab, wenn man zum Archon wird und Herzöge ernennt.
Allerdings ist das notwendig, denn wenn ich mal kurz wieder auf unser Haus zentriere, ihr seht schon, Vasallen. Ich habe 2 von 3 Vasallen. Ich darf nicht so viele Vasallen haben. Es gibt irgendwo ein Maximum, das können wir noch erhöhen, wenn wir hier unsere Administration verbessern. Die ist momentan nicht so hoch. Im anderen Spielstand hatte ich über 100. Und wenn wir diese Administration verbessern, dann, oder auch, ich weiß, es könnte sein, dass auch die Infrastruktur der Planeten reinspielt. Man kann nämlich ja auch in die Infrastruktur mit ein bisschen Geld investieren. Jedenfalls, dann können wir mehr Vasallen haben, aber letztendlich, dass wir die 50 Vasallen, die wir brauchen, um zu gewinnen, direkt kontrollieren können. Ich glaube nicht, dass wir so viele Administrationen haben werden. Und ich glaube auch nicht, dass wir das schaffen würden. Da wären zu viele Aktionen, die wir ständig ausführen müssten. Denn es werden viele Aktionen kommen. Zum Beispiel, ich gebe euch mal ein Beispiel, wie das hier alles funktioniert mit diesem, mit den Beziehungen zwischen den Charakteren und was die einander schuldig sind. Sagen wir mal, ja, zum Beispiel Jed. Zum Beispiel Jed, dieser Stern, das ist eine gute Sache, denn ich habe tatsächlich einen schwachen Anspruch, diesen Planeten, dieses Sternsystem zu besitzen. Meine Fraktion hat einen Anspruch, das ist ein Unterschied, wer es beherrscht und wer es besitzt. Das sind unterschiedliche Ansprüche und um ein stabiles System zu haben, ist es wichtig, dass der Anspruch stark ist. Sonst könnte jemand kommen, der einen starken Anspruch hat und einfach sagen, hey Alter, mein Anspruch ist doch stärker als deiner, jetzt verschwinde da mal. Und wenn man dann nicht verschwindet, könnte es sein, dass der einen einfach überfällt. So. Sagen wir einfach mal, ich könnte dem Typen jetzt zum Beispiel hier in dem Interaktionsmenü, ich könnte dem anbieten, genau hier, ich könnte anbieten, dass er einfach seinen Anführer verrät und mir beitritt, das würde er sogar annehmen und dann wäre es allerdings so, dass ich ihm dann was schuldig bin, der hat mir ja einen Gefallen getan, der ist mir beigetreten und da bin ich ihm was schuldig und angenommen, später, vielleicht hat irgendjemand, ihm Unrecht getan, dass vielleicht, ich weiß nicht genau, für irgendwas, irgendjemand hat ihm, das muss ich mir irgendwas ausdenken, irgendjemand oder so, angenommen, er hat auch einen Anspruch, so wie ich einen Anspruch auf die Herrschaft über sein System, über heißt den Besitz, er ist ja der rechtmäßige Herrscher trotzdem, ich darf es nur besitzen als Herzog. Dass er mein Vasall ist. Das heißt, ich habe sozusagen das Recht, einen Vasallen da zu haben, aber wer jetzt rechtmäßig ist, der Vasall da zu sein und das zu beherrschen, das ist ein anderer Anspruch. Das ist ein interessanter Unterschied. Angenommen, der Typ hat jetzt auch einen Anspruch, vielleicht Alpha Centauri zu beherrschen. Dann könnte mir der mich jetzt anhauen und sagen, hey Chef, du hast doch mir, ich habe dir doch da mal den Gefallen getan, jetzt mach mal. Also er kann mich auch ohne, dass ich ihm Gefallen getan habe, anhauen und sagen, hey Chef, hier, ich habe Anspruch, Alpha Centauri zu beherrschen, jetzt mach mal, regel mal, dass ich das jetzt kriege. Okay, und jetzt ist es so, der hat jetzt nicht, glaube ich, nicht wirklich einen Anspruch, Alpha Centauri zu beherrschen, das war nur ein Beispiel. Jetzt ist es so, ich habe hier meine Reputation. Ihr seht ja hier Reputation, das heißt, wie sehr ich gemocht werde, ja. Ich habe dem Typen nun, der hat mir einen Gefallen getan, und da wäre es ehrbar, der wichtigste Teil der Reputation ist Ehre. Ach du Scheiße, das könnt ihr euch alles mal durchlesen, wenn ihr es ein bisschen genauer wissen wollt. Und wenn der mir nun einen Gefallen getan hat, dann sollte ich ihm auch einen Gefallen tun, wenn ich die Gelegenheit dazu habe, sonst wäre es ehrenlos. Und wie ehrbar ich bin und auch andere Aktionen, das beeinflusst alles meine Reputation. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einfach Krieg führen würde, wenn ich jetzt einfach Koch hab hier überfallen würde und mein Archon stürzen oder rebellieren, um unabhängig zu werden, das wäre nicht wirklich ehrbar, das Ganze zu tun. Da würden mich die Leute nicht mögen. Hingegen, wenn ich Sachen tue, die besonders angesehen sind, bekomme ich Ehre. Wir können zum Beispiel Festessen veranstalten, da kommen wir aber noch zu. Und jetzt hätte ich, also angenommen, ich würde jetzt rebellieren gegen meinen Archon und würde vielleicht sogar gewinnen, ist glaube ich nicht wahrscheinlich, dass das klappt, der ist ein bisschen mächtiger als ich, aber angenommen, ich würde gewinnen, dann wäre ich danach ziemlich unbeliebt bei den Leuten, natürlich besonders bei ihm, aber auch bei den anderen Leuten, da würden mir Leute vielleicht nicht mehr helfen, denn das ist das mit der Beliebtheit. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass einem Vasall meistens sicher helfen wird, aber er kann sich auch dagegen entscheiden, er kann sogar rebellieren gegen einen und hier versuchen, sein eigenes Herzogtum zu gründen. Und damit das nicht passiert, ist es wichtig, dass einen die Leute mögen und das können wir hier sehen. Hier, der findet uns ganz gut, ja, ist okay, seine Meinung von uns. Sehen wir hier oben seine Meinung von uns, der mag uns schon, ja, und das ist gut. Denn sonst, wenn er uns nicht mag, könnte es sein, dass der irgendwann einfach gegen uns rebelliert. Und dafür ist eben unsere Reputation wichtig. So, was ist der nächste Punkt? Ich denke, der nächste Punkt wäre eigentlich, dass ich jetzt, nachdem ich euch so ungefähr gesagt habe, worum es im Spiel geht, kommen wir jetzt, denke ich, direkt einfach auch schon mal zum Gameplay. So, wir gehen mal kurz auf, nein, wir gehen auf unser Haus. Hier seht ihr die beiden Banner. Oben ist das Banner des höchsten Herrschers.
Also die Fraktion, die Liga, in der man ist, oder die Fraktion, wenn man nicht in einer Liga ist, und darunter ist dann die Fraktion, in der man ist, und darunter wäre dann, glaube ich, nochmal das Haus zum Beispiel. Ja, genau, bei ihm hier. Hier ist dann nochmal sein Haus darunter. Ja, also so ist das orientiert. Und wir können eben einfach schnell raufklicken, um in die Übersicht unseres Hauses zu kommen. So, und jetzt seht ihr hier die fünf wichtigen Sachen. Administration. Das ist wichtig, damit wir Geld bekommen und damit wir mehr Vasallen maximal haben können. Militär ist wichtig, damit wir kämpfen können. Denn, wie gesagt, Kriege sind nicht die beste Option, um an Macht zu kommen. Es ist besser, wenn man vielleicht hier über eine Heirat oder eben über Bündnisse zu heiraten werden wir natürlich auch noch kommen. Wobei es sein kann, dass im Moment alle unserer erwachsenen Familienmitglieder verheiratet sind, tatsächlich. Also dafür ist Militär natürlich wichtig für Kriege. Auch wenn die, wie gesagt, nicht die beste Option sind, um an Territorien zu kommen, weil man eben durchaus unbeliebt ist. Es sei denn natürlich, man hat einen rechtmäßigen Anspruch für den Krieg, zum Beispiel für Rache. Wenn man zum Beispiel von jemandem gezwungen wurde, zum Vasallen zu werben, dann wäre es legitim, später gegen ihn zu rebellieren oder ihn sogar anzugreifen in einem Krieg. Da muss man dann eben darauf achten, dass das alles noch legitim ist. Also so Racheaktionen, da verliert man keine Ehre für. Diplomatie ist wichtig, damit zum Beispiel unsere Vasallen uns mehr mögen oder uns andere Herrscher mehr mögen. Da werde ich auch gleich ein bisschen betreiben hier in Kochab, weil uns der Chef da nicht so sehr mag. Sicherheit ist wichtig für Spionage und tatsächlich für unsere Sicherheit, denn es gibt auch Mordanschläge. Und damit sowas seltener passiert, sollten wir einen hohen Sicherheitslevel haben. Außerdem können wir nicht so gut ausspioniert werden. So, und dann gibt es noch die Technologie. Technologie ist wichtig, um zum Beispiel, das heißt eigentlich, ist sie nur dafür wichtig, um die Leute gesund zu halten. Denn ihr habt ja gelesen am Anfang, das ist hier alles leer zusammengebrochen und deshalb lebt es sich jetzt nicht mehr so richtig gesund hier, muss man sagen. Also die Leute können hier durchaus krank werden und dann auch daran sterben. Auch bei Geburten können sie durchaus sterben. Und deshalb sollten wir immer einen hohen Technologielevel haben. Wo ich gerade bei Geburten bin, es ist so, dass die meisten Leute dürfen nur ein Kind haben und für ein zweites Kind muss man ihnen extra die Genehmigung geben, denn das Haus, das hat eine maximale Mitgliederzahl, denn sonst, also ich denke mal, also in der Story ist es begründet, dass die nicht genug Platz hätten, weil es so teuer ist, ihre Kolonien zu erweitern, zum Beispiel, kommen wir gleich zu mit den Kolonien. Deshalb darf man hier nur, ja, nur, also zum Beispiel, ich habe schon zu viele Hausmitglieder. Hängt anscheinend von meinem Einkommen ab, wie ich gerade sehe. Die höchste Hausgrenze, die darf man nicht überschreiten. Das wird als unehrenhaft angesehen. Und ich denke mal, der Gameplay-Grund dafür ist, wie gesagt, es gibt einen Story-Grund, aber der ist nicht so wichtig. Story, so die Lore ist hier jetzt nicht so wichtig, mehr die Story, die hier gleich passieren wird, wenn wir hier ans Spiel gehen. Auf jeden Fall, Gameplay-technisch ist es natürlich dafür wichtig, sonst könnte man hier einfach 5 Kinder haben und die überall einheiraten und hier ein richtiges Netzwerk aufbauen und hier eigentlich unbesiegbar werden. Dadurch, und damit das nicht passiert, darf man eben nicht so viele Mitglieder haben. Wobei Leute, die heiraten, durchaus auch das Haus verlassen und ein anderes Sternsystem ziehen. Das sollte man allerdings nicht unbedingt machen, aber kann man natürlich auch machen, wenn das jetzt eine gute Heiratsoption ist. So, jetzt habe ich ziemlich viel geredet. Jetzt zeige ich noch kurz, weil ich es angeteasert habe, hier, ihr seht schon, mit Kolonien. Denn die Anzahl der Kolonien, die legt nicht fest. Ihr seht hier gerade zum Beispiel Weetzen oder Ursae Majoris. Das wären jetzt Systeme. Da ist im Moment keine Kolonie, aber für sehr viel Geld, für 240, glaube ich, könnten wir die wieder aufbauen. Da so viel Geld werden wir am Anfang nicht haben, werden wir auch so bald nicht auf der Kante haben. Aber später können wir dann Kolonien tatsächlich... Hups, was habe ich jetzt gedrückt? Ja. Später können wir Kolonien tatsächlich neu gründen. Aber das ist im Moment noch nicht so wichtig. Ich sehe gerade, wir haben anscheinend... Ach ja, wir haben schwachen Anspruch, Jed zu beherrschen, habe ich ja schon erwähnt. So, und jetzt würde ich sagen, jetzt... achten wir mal darauf. Wir haben ja auch ordentlich Aktionspunkte übrig. Aktionspunkte, die wir nicht verbraucht haben am Zugende, werden übrigens in Geld umgewandelt. Und jetzt stellen wir mal Leute für die Administration unseres Hauses ein. Damit das hier jemand administriert. Allerdings sollte ich vorher darauf achten. Ich sollte vorher darauf achten, dass denn es kann ja sein, dass die in zwei Sachen gut sind, dass die in einem anderen vielleicht besser sind. Das ist hier jetzt nichts doppelt, da muss ich noch kurz drauf achten. Zum Beispiel hier, unsere Tochter wäre sowohl im Militär, okay, da müssen wir unseren Bruder dann fürs Militär, weil unsere Tochter in Sicherheit schon am besten ist, darauf muss man dann achten. Unsere Tochter wäre allerdings noch besser in Technologie. Und in Sicherheit scheinen wir niemanden zu haben, der gut ist. Das ist jetzt schon mal die erste Schwierigkeit. Vielleicht, wartet mal.
Man kann die Leute, glaube ich, irgendwo trainieren. Warte, man kann die trainieren, dann trainieren wir den vielleicht einfach, dass er besser darin wird. Geht das nicht? Doch, hier. Trainieren. Ja, genau, dann trainieren wir ihn mal. Und zwar trainieren wir ihn in Technologie. So. Was? Ach, das muss jemand anders machen, der schon gut da drin ist, oder wie? Ach so, und das sind jetzt die Assignments. Die gibt es nämlich auch. Das heißt, Leute, die hier... Wir können Leute aus unserem Haus auf bestimmte Missionen schicken. Zum Beispiel Spionage oder auch jemanden zu trainieren. Und das macht wohl am besten unsere Tochter. Was? Das wird jetzt aber ein bisschen aufwendig. Lassen wir das mal lieber alles. Wo wohnt der Typ denn? In Omikron Persei. Ja, ist der denn nicht mit unserer... Hä? Und unsere Tochter wohnt nicht in Omikron Persei oder was? Hä? Die wohnt auch in Omikron Persei. Ach, egal. Ich wollte hier doch nur ein paar Leute einstellen, ey. Das ist gleich alles so kompliziert. So. So, was war beim Militär? Da wollte ich lieber meinen Bruder, richtig? Weil meine Tochter schon... Sicherheit kann meine Frau machen. Achso, und ihr habt gerade gesehen, die Waagschale, die da kurz bei dem Aktionsmenü ausgeglichen war, das heißt, dass es ausgeglichen ist. Ihr habt ja schon gesehen, die Schwerter, zum Beispiel, wenn ich hier Krieg erklären würde, das ist schlecht. Sowas zu machen, so ein rotes Schwert heißt, dass das schlecht für unseren Ruf ist, und ein grüner Schild, wie ihr ihn gerade gesehen habt, hier, wenn ich Leute einstelle. Hier, das heißt, dass es ein Gefallen für sie ist. Und eine Waage bei unserer Frau, das hieß, dass es ausgeglichen ist, weil es nämlich erwartet wird, dass der Ehepartner einen wichtigen Posten im Haus innehat, und deshalb war das ausgeglichen. Es wäre eher unehrbar gewesen, sie nicht einzusetzen. Deshalb war das nicht wirklich ein Gefallen, sondern eine Selbstverständlichkeit eher. Gut, dann machen wir jetzt mal unsere Tochter zum Sicherheitschef. Sehr schön, hat gleich ein Level abbekommen. Das hat es ja auch wirklich nötig. So, und in Technologie. Da, ja, da müssten wir jetzt halt eigentlich unseren Schwiegersohn oder unsere Schwägerin. Das ist natürlich ein wenig unangenehm. Ja, das müsste dann ja unser Schwiegersohn tatsächlich machen, wie es aussieht. Denn... Ja, unser Bruder macht das hier besser mit dem Militär. So. Ja, und dann muss das halt... Ja, dann muss das halt unser Schwiegersohn machen mit der Technologie. Alles klar, und ihr seht gerade hier, das freut ihn. Das heißt, dass die glücklich sind. Diese Dreiecke, rote Dreiecke würde heißen, dass sie unglücklich sind. So, jetzt haben wir noch 4 Aktionspunkte übrig. Mal sehen, was wir machen könnten. Unser Vater ist nicht verheiratet. Wir können ja Leute verheiraten, um zu sehen, um hier unseren Einfluss zu vergrößern. Wo geht das jetzt? Hallo? Hä? Wo war das denn? Subject? Political? Hä? Arrange Marriage. Ach, habe ich nicht mehr genug Aktionspunkte. Dann können wir das gerade sowieso nicht machen. Ja, die haben noch keine Assignments. Da müssen wir mal sehen, was wir machen. Ich denke, es wäre eigentlich sogar eine ganz gute Aktion, vielleicht mal in unsere Infrastruktur zu investieren. Mal gucken. Ach nein, 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 nein. Ich verbessere mal. Ne? Ich verbessere mal die Beziehung zu unserem Archon. Request Demand Submission. Okay, da könnten wir verlangen, dass er sich uns ergibt. So, wir verbessern mal die Beziehung mit ihm. Und das macht am besten unsere Frau, die Diplomatin. So. Sehr schön. So. Manche Assignments sind übrigens besser, wenn die Leute dahin reisen. Also, aber weil sie der Chef der Diplomatie ist, die Chefs, die bleiben immer hier im System und machen das über Agenten, die können nicht reisen. Ansonsten können wir Leute woanders hinschicken. Allerdings ist das natürlich eine Gefahr, gerade wenn sie jetzt Spionage oder sowas betreiben, könnte es halt passieren, dass sie entdeckt werden.
Ja, wir haben einen Anspruch auf Jed. Aber im Moment können wir da noch nichts machen. Ich wollte euch noch kurz sagen über die Beziehungen. Wir haben nämlich eigentlich eine recht gute Beziehung, wollte ich sagen. Was hier mit dem Stammbaum, wie es da aussieht. Denn, wie ihr seht, im Moment hier, wir sind, ja, mittelnah. So, hier, ihr seht hier die Blutstropfen. Roter Blutstropfen ist nahe Verwandtschaft, orange normale Verwandtschaft. Mit dem Herzog der Branch Systems oder Branch Faction sind wir, ja, der ist angeheiratet. Das ist durchaus nützlich, weil die Leute ihre Familie natürlich immer bevorzugen. Es gilt sogar als ehrenlos, seine Familie nicht zu schützen und ihnen nicht zu helfen. Und wir waren doch noch mit jemand anderem verwandt. Genau, mit Herzogin Kara Savage. Mit der sind wir sogar nahe verwandt. Die ist unsere Schwägerin. Die regiert nämlich hier unten das Savage Kingdom. Das regiert sie. Und ja, Savage Kingdom klingt wie so ein klischeehafter Barbarenstaat, aber die Namen sind alle random. Ich habe mir die nicht ausgedacht. Ich glaube, mit den Typen hier in Tate sind wir sogar auch irgendwie verwandt. Ah, nee, sind wir nicht. Okay. Na gut, ist jetzt auch, glaube ich, nicht so wichtig. Ich glaube, wir haben jetzt eigentlich... Ja, warte, theoretisch könnten wir natürlich noch in unsere Wirtschaft investieren. Beziehungsweise, nein, ich zeige euch mal kurz, wir haben hier übrigens verschiedene Kartenansichten. Zum Beispiel hier Kampfvoraussetzungen, ob wir es schaffen würden, in Jed zu gewinnen. Weniger, aber wenn wir in Kastra verteidigen, haben wir sehr gute Chancen. Da wollte ich mal gucken. Hier, es gibt ein gewisses eine gewisse Rebellionsgefahr. Tatsächlich. Die Leute mögen uns zwar, aber das Volk, das könnte durchaus rebellieren hier. Und ich würde sagen, deshalb investieren wir einfach mal ein bisschen in die Wirtschaft. Hallo? Darf ich? Oh, das ist teuer. Ja, da investieren wir nicht so bald. Was macht nochmal die Verteidigung zu verbessern? Defender Fleet Strength. Ja, dann verbessern wir doch einfach mal die Verteidigung unserer Hauptwelt. Jetzt müssen wir natürlich jemandem diesen Auftrag geben. Das lassen wir am besten unsere Tochter machen, weil sie darin am besten ist. Jo. So, jetzt haben wir keine Aktionspunkte mehr übrig. Damit können wir unseren Zug legitimerweise beenden. Wir haben übrigens noch alle Aktionen, die wir im Moment haben, können wir hier im Überblick haben. Also, wenn man mal nicht weiter weiß, könnte man hier rübergehen und einfach mal gucken, ja, was man alles an Aktionen hätte. Also alle Aktionen, wenn ich hier irgendwo, ihr seht schon, das teilt sich hier noch in Untergruppen, jede Aktion, wenn ich hier irgendwo raufdrücke, all diese Aktionen, jede Aktion, die ich jetzt mit dem Charakter ausführen könnte, alle Aktionen sind hier dann gelistet. Also wenn man mal nicht weiter weiß, kann man darauf gehen. Wir haben auch Geheimnisse, denn natürlich, wenn wir jemanden ausspionieren oder sogar einen Mord begehen, würde das ein Geheimnis erstellen, das andere auch entdecken könnten. Und dann zu unserem Nachteil bekannt geben. Hier alle Leute, die wir kennen, können wir verschiedenen Gruppen sortieren. Ist im Moment nicht so wichtig. Und dann Ereignisse. Das wird sich gleich füllen, hier die Liste der Ereignisse. Und wir beenden einfach mal den Zug. Und dann wird sich, wie gesagt, die Ereignisliste füllen. Unsere Frau liebt uns jetzt. Das ist natürlich gut, wenn einen die Frau liebt. Vorher anscheinend nicht, denn natürlich geht es hier bei der Heirat nicht nur um Liebe, sondern eben auch um Macht. Und da kann es sein, dass die sich gar nicht unbedingt lieben, die verheiratet sind. So, jetzt passiert gerade ein größeres Event, wie es aussieht. Ich schalte mal wieder auf die normale Karte, das irritiert mich sonst. So, Baron Armande Silva. Der hat gerade einfach die Donaldson Faction verraten und Jed zu den Branch Systems gegeben. Das ist schade, denn wir hätten Jed gerne gehabt, aber es ist im Grunde auch nicht schlecht, denn obwohl uns die Herrscherin hier auf Garkrux, die hat uns zwar eigentlich recht gut leiden können, aber die Branch Systems, mit denen sind wir ja verwandt, wie ich bereits erwähnt habe, insofern ist das eigentlich sogar besser. Das ist eigentlich zu unserem Vorteil. Da wird es wahrscheinlich gleich einen Krieg geben. So, Hazard Branch, aha, der Chef will aber gleich diesen Baron absetzen. Ja, das ist ja richtig dankbar. Der tritt er ihm erstmal bei und jetzt erstmal weg mit dir. Jetzt soll hier ein anderer der Chef werden. Ist wahrscheinlich verwandt mit ihm, dieser Navin. Das ist der Neffe unserer Schwägerin und das ist der Bruder unserer Schwägerin. Alles klar, das ist sein Sohn. Er wird es gleich an seinen Sohn übertragen. Aber Hunter Ramsey, wo ist der her? Ach, der ist von uns aus Kastra. Der unterstützt
das Recht von Armande Silva hier, das Recht über Jed zu herrschen. Das heißt, es wird wohl gleich einen Kampf geben. Archon Cody Hall, das hier die Hall Alliance sind die, denen gehören die Branch System. Refused to be associated with... Aha, aber der Chef will nichts mit der ganzen Sache zu tun haben, der Chef von der ganzen Fraktion hier. Weil der geht ja richtig zur Sache im ersten Zug. aber er wird es auch nicht verteidigen. Okay. Ja, haben gewonnen natürlich die Branch Systems. Ja, und jetzt wurde der Silver abgesetzt. Ja, und jetzt ist sein Sohn der Baron von den Branch Systems. Okay. Ja, that escalated quickly, würde ich mal sagen. Okay. Ah, und weil der Typ hier zu groß wird, unser Chef, hat er wohl gerade schon einen neuen Herzog ernannt, nämlich Herzogin Nerissa Hansen. Die Hansen Federation hat die jetzt. Da wird er bestimmt, die ist jetzt unabhängig, also relativ unabhängig, so wie wir ist die jetzt auch einfach ein Herzog. Okay. Pierrette Donaldson hat Cody Hall. Aha, ja, und weil Jed einfach annektiert wurde eben von den Branch Systems, soll jetzt der Archon, dem die Branch Systems ultimativ gehören, weil die Teil der Hall Alliance sind, der soll das jetzt rächen, hat sie ihm gerade den Auftrag gegeben und das sollte der auch tun. Denn dann ist die ihm Gefallen schuldig und es wäre auch ehrenlos, glaube ich, wenn er das nicht tut. Unser Vater ist sehr krank. So. Recht zu herrschen, was ist jetzt? Eines Abends nimmst du deine Tochter zum zum Beobachtungsdeck der Kolonien. Ein großes Fenster sieht hinaus in die Sterne. Warum hast du mich hier hingebracht? Fragt deine Tochter. Okay, da können wir wohl gerade die, aha, okay, das wurde erwähnt tatsächlich in der Werbung des Spiels. Im letzten One habe ich das nicht erlebt, allerdings muss ich sagen. Nämlich, dass man dass man die Kinder auf verschiedene Arten erziehen kann. Das kam da noch nicht vor. Es gibt übrigens sehr viele Tutorial-Videos des Entwicklers. Habe ich noch nicht angesehen. Ich wollte das Spiel einfach so kennenlernen, während ich es spiele. Aber falls ihr daran interessiert, könnt ihr euch das da alles sehr ausführlich ansehen. Okay. Ich wollte einfach sehen, ob man es auch, weil ich auch diese Review gemacht habe, wollte ich einfach sehen, ob man es auch während man spielt auch so verstehen kann. Es ist natürlich wichtig, das zu wissen. Okay, unsere Tochter. Wir können sie jetzt auf verschiedene Arten erziehen. Wir können sie jetzt eher bescheiden erziehen oder um ihr die Welten zu zeigen, die sie eines Tages, okay, dann wird sie wahrscheinlich... Ach ja, genau, die Erziehung. Wir können jetzt auswählen, welche Eigenschaften sie bekommt. Ob sie gierig bekommt oder humble. Gierig hat dafür gesorgt, dass wir mehr Administration, weniger Diplomatie. Ich würde sagen, wir sagen das, denn dann mag sie uns auch mehr. Wenn sonst humble, dann mag sie uns selber nicht, weil wir gierig sind. Deine Tochter nickt. Du machst weiter. Wir alle haben einen Platz im Universum. Okay, wahrscheinlich, weil sie jetzt irgendwie ein bestimmtes Alter erreicht hat, können wir das machen. Das ging, wie gesagt, in dem One davor nicht. Wahrscheinlich, wenn die 6 sind, können wir das immer machen. Okay, wir alle haben unseren Platz im Universum. Und wir müssen zufrieden mit unserem Platz sein. Nicht mehr und nicht weniger. Da verliert sie gierig wieder. Und deiner ist eine großartige Position. Da bekommt sie Stolz. Und dein Platz ist es, deinen Leuten zu dienen. Stolz war, glaube ich, eine nicht so gute Eigenschaft. Stolz. Stolz. Habe ich irgendjemanden, der Stolz hat? Ich hätte gerne einen Überblick der Eigenschaften. Ich würde gerne mal gucken. Irgendjemand muss hier doch Stolz haben. Mal gucken. Möchte jetzt gerne mal sehen, was Stolz genau gemacht hat, bevor ich ihr den Trade gebe. Hier, die hat Stolz. Was genau das... da geht einfach Diplomatie runter. Da möchte ich ihr das nicht geben. Da möchte ich ihr lieber ehrbar geben. Das ehrbar, das war sinnvoll. Ich weiß nicht mehr genau, was gebracht hat, aber es war sehr sinnvoll. Okay, da haben wir gerade zwei Eigenschaften festgelegt. Cool, hatte ich beim letzten Mal, wie gesagt, nicht so. Und das ist gerade, ihr habt ja gesehen, eben sind wichtige Ereignisse als Pop-up gekommen und wir konnten da teilweise Entscheidungen treffen, wobei im Moment gerade nicht, doch eben konnten wir eine Entscheidung treffen. Und das hier sind jetzt die nicht ganz so wichtigen Ereignisse, die uns aber trotzdem interessieren könnten. Zum Beispiel, das wissen wir ja schon, dass der jetzt der Chef ist,
ja, da kriegen die jetzt wohl gerade mehr Geld. Jetzt haben die noch, die dürfen noch mehr Kinder haben, die Leute. Aha, Hunter, der ist jetzt auch noch krank, nachdem er gerade abgesetzt wurde. Das kennen wir doch alles schon. Wir sind anscheinend wirklich alle Events nochmal. Okay, da oben wurde auch was annektiert bei den Underwood-Typen. Okay, ja gut, das ist natürlich alles ganz interessant. Alles klar, jetzt sind wir wieder am Zug. Ich guck mal, was ist denn deren Meinung von dem Schöffi? Wir haben jetzt hier gerade ein neues System. Die mag uns sehr gerne, das ist gut. Sie ist aber erst in 25 Jahren rechtmäßige Herrscher, weil sie das noch nicht so lange hat. Sie hat einen Anspruch, einen schwachen Anspruch, unser Imperium zu leiten? Was? Niemals. Okay. Ich muss kurz überlegen, was mache ich jetzt? Habe ich immer noch einen Anspruch? Haben wir denn noch einen Anspruch auf Jed? Tatsächlich, Jed haben wir immer noch einen Anspruch. Wir haben noch einen Anspruch. Wo ist der Typ denn? Ach, der ist immer noch in der Schlacht. Was? They're not available to sign another fleet engagement to one and turn from the previous. Was auch immer das heißt. Haben wir denn noch einen Anspruch? Wie kann ich denn jetzt das sehen? Muss ich auf Jed klicken und da Anspruch? Ah, wir haben immer noch unseren schwachen Anspruch. Die Hall Alliance hat aber einen starken Anspruch. Okay. Angenommen, wir würden das anfragen. Würde er es annehmen? Hallo, kann ich das jetzt bitte mal... würde er ablehnen. Aha. Ja, das geht jetzt leider nicht mehr. Jetzt ist leider... Leider geht das jetzt nicht mehr. Das ist natürlich schade. Gut, das ist tatsächlich schade jetzt. Ist denn hier unsere Beziehung schon ein bisschen besser? Ja, geht. Wenn ich ihn mal kurz in dieses Kontextmenü hier unten ziehe, dann kann ich auch sehen, was meine Meinung von ihm ist. Ich mag ihn nicht so, aber naja. Was wollte ich machen? Ich wollte gucken mit Jed, ob man da was machen kann. Kann ich vielleicht... ich könnte verlangen, dass er... dass der Archon mir diesen Anspruch überlässt. Ja, ich könnte einen anderen Archon das machen lassen. Hä? Kenneth Donaldson. Warum sollte der das machen? Aber wir können leider keinen Claim. Ja, ich hätte gerne einen stärkeren Claim. Okay, ich würde sagen, wir schicken da mal ein Spionagenetzwerk hin. Mal sehen, was wir darüber rausfinden können. Über diesen Ort. Oh. Wir haben keinen guten Spion. Vergessen wir das? Okay. Wie sieht es inzwischen mit der Rebellionsgefahr aus? Ist immer noch nicht so gut. Vielleicht sollten wir nochmal. Und vielleicht ja. Ach nee, wir können nicht in unsere Wirtschaft investieren. Das war viel zu teuer. Es wird wohl immer teurer. Ach, ich kann nicht mehr in die Wirtschaft von anderen Systemen investieren. Okay, in der Alpha ging das. Ich habe hier die Alpha des Spiels schon mal gespielt. Ich könnte sie unabhängig machen. Naja, was macht dieses... Das macht das. Okay, da könnte ich mehr Steuern bekommen. Ich könnte das jemand anderem anbieten. Okay. Na gut, das möchte ich allerdings im Moment nicht machen. Was schlagen Sie vor? Ja, die haben noch alle keine Assignments. Achso, wir könnten ja unseren Vater verheiraten. Der ist ja nicht verheiratet, hieß es. Eleanor Silver. Vielleicht... Ah, warte, die muss ich mir mal ansehen. Die könnte von Jed... Vielleicht ist die verwandt mit der Herrschaft von Jed. Vielleicht kann ich da was machen. Die ist nämlich besorgt gerade wegen... Empathie. Okay, warte. Hat die einen Anspruch auf Jed? Nein, die hat keinen Anspruch auf Jed. Wie ist sie verwandt mit jemandem, der einen Anspruch auf Jed hat? Sie ist die Tochter des
Nee, der hat keinen Anspruch mehr darauf. Hä? Wer war denn der Typ, der Jed beherrscht hat früher? Events. Hä? Der hat nur einen Anspruch für die Herrschaft der Branch Systems, aus irgendeinem Grund. Ich muss mal kurz Jed, wer hat denn da Claims? Unbekannte Person. Okay, dann... Naja, könnte unser Vater ja Eleonor Silva. Mag er die denn überhaupt? Ich meine, die ist jetzt nicht so mächtig, da müssen wir den jetzt nicht verheiraten, wenn die sich gar nicht leiden können. Kennen sich nicht sonderlich gut, muss man zugeben. Boah, aber wir sind eigentlich zufrieden. Unser Vater ist besorgt. Wie kommt das denn? Events. Ach so, weil er krank ist, ja. Naja, aber dann könnt ihr die ja heiraten. Das ist ja immer zu empfehlen, dass er ist 16 und er ist 60. Ja, also läuft ja gut hier. Wie ein richtiges Adelshaus. Komme ich mir ein bisschen vor, weil es ja in echt da noch extremere Sachen gab. Gerade das Haus Habsburg hat da ja fleißig Inzest betrieben, um ihre Macht zu erhalten, wo es was letztendlich aber schlecht für sie war, weil sie dadurch nämlich Fehlbildung hervorgerufen haben und dann letztendlich von der Macht gefallen sind. In Spanien ist das passiert. Ich habe leider vergessen, wie der König hieß, bei dem das so war, aber dessen Eltern waren tatsächlich Onkel und Nichte. Und wie komme ich gerade darauf, das zu erzählen? Ich glaube, wegen des großen Altersunterschiedes der beiden, die ich da gerade verheiratet habe. Na gut. Jedenfalls, ja, die haben immer noch keine Assignments. Immerhin ist unser Haus wohl gewachsen. Jetzt ist nicht mehr das Problem, dass wir zu groß wären. Was kann ich denen an Assignments geben? Wir verbessern schon die Beziehungen mit dem Archon Kenneth Donaldson. Ach, der war das, den ich hätte anrufen können, damit der das da auf Jed durchdrückt. Wir können nämlich unsere Chefs anrufen, dass die irgendeinen Claim durchdrücken. Habe ich niedrige Steuern? Ich habe niedrige Steuern? Ja, Mensch, kann ich doch mal erhöhen. Wo geht das? Dann muss ich hier drauf drücken? Also, ich bin schon in meinem Haus. Ach so, übrigens, wir dürfen nicht die Leute, die wir einmal für Administration oder sowas, für irgendwas eingesetzt haben, die können wir dann nicht einfach wieder absetzen. Monitor Vessels? Oh, with this assignment, well, this... Okay, da können wir unser Vasallenlimit erhöhen. Ist im Moment nicht erforderlich. Set Text... Ja, erhöhen wir doch einfach mal die Steuern. Your vessels expect this level of tax and will not be pleased or displeased by it. They will slowly lose any existing negative or positive opinion. Wait, okay. Okay, jetzt gibt es sogar eine Vorschau, ob den Vasallen das gefällt oder nicht. Das gab es im alten Spiel ja nicht. Andererseits mögen die uns dann vielleicht nicht mehr so sehr. Der Typ ist in ihn verliebt, aber nee, das steht nicht, dass die... Warte, ist der jetzt wegen niedriger Steuern besonders zufrieden mit uns? Das muss ich mal gucken. Der Typ mag uns nämlich sehr, dieser Hunter, dieser Ramsey Hunter. Nee, falsche Taste. Wo kann ich das sehen, aus welchem Grund der mich mag? Ah, da, Entschuldigung. persönlich? Ach so, wegen, weil wir auf niedriger Schwierigkeit sind. Ehre, Respekt, Aktion. Wegen niedriger Steuern mag der uns das so. Und der hier? Ja, der ist jetzt nicht unser größter... Ich weiß nicht. Im Moment haben wir eigentlich genug Geld. Das müssen wir jetzt nicht unbedingt ändern. Tatsächlich. Wir könnten Unruhe unterdrücken. Was heißt das? Ja, warum nicht? Dann können wir das doch mal machen. Damit hier nicht mehr... nee, unsere Tochter ist irgendwie die Einzige, die das gut... Ja, unser Bruder könnte das gut machen. Ja, kann unser Bruder doch mal hier ein bisschen Unruhen unterdrücken. Ich dachte, das ist mehr subtil. Ach so, mit Unterdrücken haben sie richtig... Ach so. Ich dachte, die meinen das ein bisschen subtiler. Na gut. Können wir das auch in anderen Systemen machen? Nein. Können wir nicht machen. Wir können allerdings Unruhe stiften auf einem System. Habe ich, glaube ich, sogar schon mal erwähnt. Ein Spionagennetzwerk hier in Kochab laufen lassen. Ich glaube, das war nicht Sinn. Ach so, ich habe ja vorhin gesagt, dass wir mit Festen, dass es Feste gibt, die wir organisieren können. Festessen. Ich weiß nicht, wo das geht. So ein Festessen, das ist einfach
ein Fest, da gibt es auch irgendein Turnier, wo man Prestige sammeln kann, sich aber auch verletzen anscheinend. Und da kann man wohl so Intrigen spinnen. Da haben wir im Moment keinen Anlass. Wir könnten es allerdings in der Ehre von jemandem machen, um jemanden zu ehren. Aber momentan geht das eben nicht. Was macht dieses Planet Tech? Ich sollte mir mal kurz ansehen, wie sehen die Kampfvoraussetzungen gerade? Schlecht in je. Das ist nicht so schlimm wie vorhin. Das ist schon besser. Vielleicht sollten wir mal einen Angriff da planen, dass wir bessere Kampfvoraussetzungen haben. Und schon werde ich dann auch mal ein Spionagenetzwerk laufen lassen. Ah, nee, da haben wir wieder keinen, der so gut da drin ist. Vielleicht sollten wir mal einen Angriff planen. Das kann doch nicht entdeckt werden, oder? But this is time where the exact effect will be different when you select those members. Dann machen wir so mal, dass wir bessere Kampfchancen haben. So, das kann unsere Schwägerin mal machen. Was? To be more effective? Ach ja, die sollte dahin reisen, damit es effektiver ist. Habe ich ja vorhin schon erwähnt. Ja, komm, das ist effektiver. 10 Züge dauert das. Hier dauert es 15 Züge. Ja, okay, was machen wir? Sie reist dahin. Die Züge sind ja relativ lang. Ja. Alles klar. Wer ist noch nicht? Wer hat noch keinen Auftrag? Unser Vater hat noch keinen Auftrag. Der würde somit Verwaltung machen. Da könnten wir zum Beispiel Steuern einsammeln. Könnten jemand beim Steuersammeln helfen? Ich mach das nochmal. Bonus to tax collected from House de Vida. Da würden wir mehr Steuern bekommen. Ist im Moment, glaube ich, nicht so wichtig. Ansonsten, unser Schwiegersohn hat noch kein Assignment. Der ist aber auch in der Technologie. Da weiß ich nicht, was genau man damit machen könnte. Ist das vielleicht Rebuild Fleet? Ja, ist auch was Militärisches. Na okay, ich würde sagen, wir beenden den Zug einfach mal. Bekommen wir immerhin Geld hierfür. Die, wie gesagt, die übrig gebliebenen Zugpunkte, die Aktionspunkte, die werden in Geld umgewandelt einfach. Aha. Okay, es ist vielleicht nicht das, was ich erwartet habe, als ich geheiratet habe, aber Herzduke Consort, ich bin mir nicht sicher, wie ich das besetzen sollte, Yosu Zonge, war eine achtsame Frau gewesen und ich mag sie inzwischen sehr. Es ist gut, sie bei mir zu haben. Okay, ja, also anscheinend verlieben sich die beiden gerade, die haben sich wohl vorher nicht geliebt. Also meine Spielfigur und seine Frau. Unser Vater liebt auch seine Frau, das läuft doch eigentlich alles sehr gut momentan. So. Ja, und ich habe hier schön erstmal den Aufstand unterdrückt. Was ist das? Ah, dafür gibt es mehr Respekt. Das ist natürlich schön. Baron Lundi Davila und Have Gotten Internet. Okay, meine beiden Vasallen, die haben einen Streit über eine große Wette. Was? Okay, wir können, das ist so durchworren alles, dass wir beide Seiten sinnvollerweise bevorzugen können. Wen wählen wir? Lundi? Oder Hunter Ramsey? Der Ramsey mag uns schon ziemlich, der Lundi? Mag uns noch nicht so, deshalb nehmen wir mal. Warte, wer hat das höhere, wer hat die höhere Aufstandsgefahr? Ist bei beiden eher niedrig. Naja, wir wählen mal. Aber ich will es natürlich auch nicht versauen mit dem Lundi, mit dem Davila. Mit dem Hunter. Ramsey. Ramsey und Davila, so sind deren Namen, meine Fresse. Ich meine, der Ramsey, wenn ich den schon mag, aber dann mag mich der Davila ja gar nicht mehr. Ich nehme mal den. Ja, es ist bei beiden, mögen mich beide noch, okay. So, okay. Was ist da los? Da hat sich gerade jemand Unbekanntes zu den Halls hier ergeben, als neuer Herzog. Ja, gleich auch im Grunde dieselbe Meldung nochmal. So, mal sehen, was als nächstes kommt. Ich gehe mal wieder auf die normale Karte.
Okay, Pirat Donaldson. Das ist doch die von hier drüben. Ist die verwandt? Die muss doch verwandt sein dann mit meinem Archon, oder? Mit meinem Chef? Ist das seine Frau etwa? Nee, ist mit jemand Unbekanntem. Wie ist die denn verwandt? Wie ist die denn verwandt mit unserem Chef hier? Der heißt doch auch Donaldson, nämlich. Das ist doch kein Zufall, dass die beide so heißen. Warte. Wenn ich hier mal kurz auf seinen Stammbaum gucke, der ist nicht sehr groß. Vergessen wir das. Und ihr Stammbaum? Auch nicht sehr groß. Okay, wahrscheinlich kennen wir die einfach nur noch nicht. Ist ihr Sohn? Oh. Ihr Sohn, der ist wohl gerade erwachsen geworden und der ist noch nicht verheiratet, aber unsere Tochter ist verheiratet. Vergessen wir das. Na egal. Okay, was ist denn da gerade los? Oh, da hat jemand einfach die POTS Systems an sie übergeben, dafür, dass unbekannte Leute heiraten durften. War wohl eine mächtige Heirat. Ah, das war der Archon. Die POTS Systems waren auch nur ein Vasallenstaat und wurden jetzt gerade verschenkt für eine Heirat. Das muss ja eine gute, mehr oder weniger altertümliches Wort nehmen, aber... Okay, unser Chef. Wir kennen nicht die Frau von unserem Chef. Naja, auf jeden Fall wird er ein Kind bekommen. Da wurde gerade... der Amande Silver vom neuen Baron gefoltert, dafür die... mit dem System. Ich sehe da nicht durch, was da gerade passiert ist. Und jetzt hat er ihn umgebracht? Okay. Unsere Stiefmutter, die ist jetzt von Haus Silver, weil das ihr Vater war. Ja, ja, ja. Und vielleicht hat sie jetzt einen Anspruch, Jed zu beherrschen. Wir kommen da noch ran, ein Jed. Wir kriegen das. Ich glaube, unser Vater gestorben, weil er kein Mitglied mehr im Council ist? Hallo, warum nicht? Warum nicht? Ach, weil die der Chef von Haus Silver ist, müssen die da hinreisen, oder wie? Ah, okay, verstehe, verstehe. Das gefällt mir aber nicht. Na gut. Wir haben Besucher in Omikron Persei. Nee, die sind gegangen. Ja, die beiden sind tatsächlich gegangen, weil sie jetzt der Chef, der ist. Okay, das ist nicht schlecht. Wir haben jetzt eine Beziehung nach Jed. Wir kriegen Jed schon noch. Okay, das heißt, wir brauchen einen neuen Chef. Für die Administration. Was ist Interessantes passiert? Es gefällt mir, dass unsere Mutter das hat, unsere Stiefmutter. Has won the tournament of Mary between another person. Okay. Hier war gerade so ein Turnier, von dem ich gesprochen habe. Der wollte das komplett beherrschen, der Archon da. Ja, hier ist was von diesem Turnier. One of the subjects. Unbekannter. Ja, ist, glaube ich... Wer ist denn Thea Branch? Ist irgendwie mit uns verwandt. Die Mutter unserer Schwägerin. Alles klar. So, jetzt brauchen wir natürlich einen neuen Council-Typen hier für Administration. Ist unser Vater einfach weg. Unser Sohn könnte das sehr gut. Unser Schwiegersohn. Dafür müsste er allerdings seinen Posten, den er hier hat, aufgeben. Und wie ist sein Skill in Technologie? Er ist doch von Technologie, der Chef, oder? Ja, er ist bei Technologie. Und da hat er ja einen Skill von 13. Aber bei Administration ist er eigentlich viel besser. Muss man mal zugeben. Aber unser Vater war eben noch besser. Jetzt ist er leider weg. Schade. Na gut. Wen haben wir denn noch? Die können leider noch nichts machen, weil sie noch zu jung sind. Wer ist das denn? Ach, unser anderer Sohn. Und wer sind die denn hier? Unser Neffe? Und unsere Nichte. Sehen die nicht gleich aus? Egal. Die sind ja gerade auf Assignments. Unser Bruder.
Wie sind seine Skills verteilt? Er ist mir im Militär schon am besten. Haben wir noch jemand anderen? Okay, er wäre in Technologie allerdings auch akzeptabel. Jetzt sollten wir gucken, gibt es noch jemand anderen, der in Militär gut genug ist, um ihn ersetzen zu können? Nix da. Die bleibt in Sicherheit. So gut ist bestimmt kein anderer. Unsere Tochter ist in Militär eigentlich viel besser als in Sicherheit. Habe ich eben Sicherheit? Ich habe Diplomatie gemeint. Die ist in Militär richtig gut, unsere Tochter. Warum macht die das denn nicht? Naja, weil sie in Sicherheit so viel besser ist. Und unser Bruder... Wobei, so ein großer... Unser Bruder könnte gut die Administration machen. Dann könnte unsere Tochter das Militär machen. Daran wäre sie sogar besser als in der Sicherheit jetzt. Wer macht dann Sicherheit? Unsere Frau? Nee, die macht Sicherheit nicht. Die bleibt in der Diplomatie, da ist sie sehr gut drin. Er ist auch nicht so gut in Sicherheit. Er wäre in Administration eigentlich sehr gut. Ja, er sollte in die Administration. Wer könnte dann Technologie machen? Unser Bruder könnte dann Technologie machen. Dann könnte unsere Tochter Militär machen. Und wer macht dann Sicherheit? Alles klar, jetzt müssen wir nur mal gucken, wer sind die Mitglieder des Hauses alle? Members, die sind schon alle, das sind noch nicht alle Mitglieder, das sind nicht 11, oder? 5? 7, das sind schon alle. Hä? Nee, das sind nicht alle. Achso, nee, 4, das sind 9. Wo sind die anderen 2? Ich bin einer, wo ist der letzte? Wo ist das letzte Hausmitglied? Ich will eine Liste der Mitglieder haben, bitte. Ich brauche eine Mitgliedsliste, bitte. Wir machen Profite. Claims. Hallo? Hallo, wer, wo kann ich denn meine ganzen Mitglieder sehen? 5 und dann noch 4, das sind 9. Dann zählt mein Typ mit. Wer ist der 11? Ich muss wissen, wer der 11. ist. Der könnte, ich brauche doch hier jetzt irgendjemanden, der hier... Okay, wir gucken einfach mal bei House Management, was unsere verfügbaren Aktionen sind. Medical Attention, Training. Dass die noch ein Kind haben? Wer ist denn, wer sind die denn? Wir könnten uns scheiden lassen, ist aber nicht nötig. Wir könnten unserem Vater einen Platz angeben. Aber das geht nicht. Okay, okay, mal gucken. Current Assignments Council. Appoint the Head of Administration. Change the Head of Diplomacy. Appoint the Head of Administration. Wer könnte das alles machen? Unsere Schwägerin, die ist... Ah, unsere Schwägerin ist hier. Ach, okay, unsere Schwägerin, die hat noch gar keinen Posten. Die hat noch keinen Posten. Ah, okay, sie können wir also noch betrachten. Sie hat in Technologie 12. Hat in Technologie 12. Der jetzt Technologie macht, hat 13. Und er war der, der die Administration machen sollte, weil er da 44 hatte. Alles klar. Dann kann das unser Schwiegersohn, der kann einfach der Administrator werden. Und dann kann unsere unsere Schwägerin kann dann die kann dann der Chef die kann das dann da machen. Die kann dann wird wahrscheinlich das auf jed allerdings beendet sein. Na, mal gucken. So. Der ist der neue Administrator, so. So, und jetzt wird sie der neue Technologiechef. Ach, unsere Tochter. Die wäre da besser drin, aber die ist in Sicherheit wieder. Nicht. Die ist der Beste in Sicherheit, hat kein anderer was Zweistelliges. Nee, es geht nicht. Kann man leider nicht ersetzen.
Was mit ihr? Ich auch nicht. Sie muss die Technologie dann machen. Es wäre besser, wenn unsere Tochter das Militär macht, tatsächlich. Aber geht leider nicht besser. Okay. Also, als Technologiechef lassen wir mal unsere Schwägerin. Und jetzt ist das Assignment zu Ende. Das wollte ich eigentlich nicht, da hätte noch mal eine Warnung kommen müssen. Ist aber momentan ja noch eine Beta, das Spiel, muss man sagen. Habt ihr ja gesehen im Startmenü, eine 0.9, noch keine Vollversion, noch Early Access offiziell. Wobei ich das für eine 0.9 ein bisschen überzogen finde. Das kann man, denke ich, schon ja als eine Beta und nicht Early Access. Early Access erwarte ich mehr eine Alpha. Aber wie auch immer, muss Eisberg wissen, wie sie das machen. Jetzt ist das mit Diät einfach abgebrochen. Das fand ich jetzt nicht gut eigentlich. Warum kann ich keinen Angriff planen? Weil es schon läuft. Ach so, jetzt macht sie das über die Agenten weiter. Verstehe. Verstehe, das läuft jetzt einfach über die Agenten weiter. Ja, unseren Claim würde ich gerne durchdrücken. Okay, unser Bruder läuft, bei dem laufen gerade keine Assignments. Hier läuft gerade eins, was? Ja, hier werden gerade schon die Verteidigung verbessert. Dann verbessern wir doch auch nochmal die in Castra. Kann ich das nicht? Doch, wir können die Verteidigung in Castra mal verbessern. Und das lassen wir unseren Bruder machen. So. Sehr schön. Und jetzt gucke ich mich mal kurz ein bisschen um, was jetzt hier gerade auf Jed passiert ist. Also jetzt ist unser Vater, aber das ist einfach, wenn ich einfach über den Stammbaum mache. Und unser Vater, den zentrieren wir mal. Der mag uns sehr. Und er ist verliebt. Aber er ist jetzt in Jed, weil er jetzt in der Hall Alliance ist, in den Branch Systems und jetzt im Haus Silver, weil die jetzt das Haus geerbt hat, weil sie ist immer so der mächtiger oder wichtiger ist hier in der Gesellschaft, zu dem, in dessen Haus lebt dann das Ehepaar. Deshalb ist unser Vater gerade ausgezogen. Ein bisschen schade, weil er ein guter Administrator war, aber wird schon gehen. Hier hat er noch keinen Posten bekommen. Die Musik war übrigens schon in der Alpha, die gerade läuft. Hall Alliance. Achso, was gucke ich gerade? Ja, okay, aber der ist jetzt aus Haus Silver. Ach, ich wollte mir Haus Silver mal ansehen. Ich will nämlich mal gucken. Die haben doch sicher einen Anspruch, oder? Auf irgendwas. Unsere Stiefnichte. Hier, und das ist, die mag uns auch. Und die hat doch sicher einen Anspruch. Nee, die hat keinen Anspruch, Jed zu beherrschen. Wer hat denn einen Anspruch auf Jed? Ich. Also das Zonge-Imperium. Aber nur ihn zu besitzen, ihn nicht um ihn zu beherrschen. Okay. Ich schicke da mal einen besten Spion hin, um ein bisschen rauszufinden, wer die ganzen Leute da sind. Was macht das Spy Network nochmal? Chance of Enemy and Surprise, okay. Mitglieder und Gäste vom Haus. Haus Branch von Jed. Ach, das ist auch Haus Branch. Ja, wobei, wenn wir was rausfinden wollen, wer hier den Anspruch hat, sollten wir vielleicht. Haben wir denn überhaupt jemanden, der gut im Spionieren ist, zur Verfügung gerade? Nein, das können wir ja vergessen. Okay, dann habe ich ein bisschen das Gefühl, wie das uns langsam die Aktionen ausgehen, muss ich ehrlich sagen. Was macht Rebuild Fleet? Taskman with this assignment, with this replenish rate. Shift Fleet Composition. Das ist alles ein bisschen anders. For next turn, Child of the Surprise. Okay, das wäre, wenn wir das wissen, oder wenn wir hier einen Angriff planen. Ja, Clifford. Wer war denn Clifford? Er hier? Nee. Er? Ja, Clifford hat noch keinen Assignment, aber. Welche Assignments können wir ihm denn geben? Rebuild Fleet, Improve Infrastructure? Wo denn? Warum geht das auf einmal? Ich dachte, das kann ich mir nicht leisten. Kann ich auch nicht. Ha! Das sollte man noch ändern, dass das gar nicht geht, dann so eine Aktion. Okay, ich glaube, dann können wir im Moment einfach nichts mehr machen. Wir machen mal den nächsten Zug. Man muss ja auch ein bisschen warten, was einem das Spiel so präsentiert, dass man damit, um hier Aktionen ausführen zu können. Muss man ja auch mal so sehen.
Al Ghul an die Branch Systems hat... Aha, der hat das hier gerade... Okay, da läuft wohl zu groß sein Imperium. Der musste da gerade was abtreten an diesem Branch. Da wurde gerade auch ein System an jemand Unbekannten verschenkt. Aber der ist jetzt der Vasall geworden. Hat sich gleich ergeben. Okay, interessant. Was? Was ist denn bei dir los, Alter? Der kann doch nicht einfach sein Nachbarsystem plündern. Ja, gehackt's denn? Alter, das gehört alles mir. Ihr seid beide meine Vasallen. Ihr müsst gefällig euch zusammenhalten, Alter. Was soll der bist der. Alter. Hä, warum fragt er nicht mich? Warum fragt er die Branch-Typen? Warum fragt er die Typen von da drüben? Frag doch mich. Ich bin dein Chef hier. Ich kann dem Typen da viel besser auf die Mütze hauen. Ey. Was ist denn hier los, ey? Was hab ich denn hier für einen Staat? Plündern sich einfach meine Vasallen gegenseitig? Ich glaub's ja nicht. Was ist jetzt? Ja, da soll irgendwas Unbekanntes gemacht werden. Wir wissen nicht, was los ist. Aber es wird sowieso nicht gemacht. Oh, aber jetzt gibt's eine Rebellion. Das schaffen die doch nicht. Ein Archon rebelliert man nicht. Die sind stark, Archons meistens. Wir sind sehr krank. Das ist schlecht. Könnte sein, dass wir sterben. Aber da können wir mal eine Aktion, die auf unseren Charakter bezogen. Was ist hier los? Da gab es ein Kind. Level Define. Alles unbekannt. Was? Remove Baron Ares Kumiko from a mission for house. War Lundi da wieder? Nicht vorhin noch jemand anderes? Ach, sie ist das und er ist hier Lundi da wieder. Okay. Ja. Okay. So, da können wir allerdings gleich eine Aktion ausführen, um das zu beheben. Hier, Medical Attention. Wir können hier jemanden, unseren Technologiechef nämlich... Der kann sich jetzt nämlich besonders um uns kümmern. Ist er der Technologiechef? Nee, er ist Executive. Nee, das ist Admiral. Er ist unser... Wer ist denn unser Technologiechef? Ist das... Moment, ich muss mal gucken, wer ist unser Technologiechef? Sie. So, aber sie plant ja auch die Angefährten. Dann kann das unser Schwiegersohn mal machen. So, und das wird jetzt nämlich, das erhöht jetzt die Chance, dass wir gesund werden und nicht einfach sterben. Und das wäre natürlich nicht so gut. Ja, wir haben Anspruch auf Jed, aber da können wir momentan nichts machen. Okay. Hier werden immer noch die Beziehungen verbessert, ja? Ja. Wie läuft es denn auf Vieh? Ufuchi, mag die uns denn? Ja, die mag uns sehr. Sie hat einen Anspruch auf irgendwas. Achso, die hat einen schwachen Anspruch, unser Reich zu beherrschen, tatsächlich, richtig. Jetzt gehen mir langsam die Ideen aus, was ich machen kann. So, was passiert manchmal in dem Spiel, dass man nicht so wirklich weiß, welche Aktion man jetzt ausführen soll. Ist er gerade abgestürzt? Nee, ach, ich versuche manchmal mit Linksklick gedrückt zu halten und dann auf der Map zu ziehen, aber man muss Rechtsklick drücken, das ist ein bisschen, kann ein bisschen irritieren, aber was ist denn unser Vorschlag? You are quite popular, wir könnten unsere Steuern erhöhen, sagen sie, mal gucken. Wo geht das denn? Vasallen? Nein. Income Expenses? Nein. Wo würde das gehen? Actions? Wo geht das? Hier, set taxes to medium. Ja, dann erhöhen wir das mal. Ein bisschen Geld können wir eigentlich mal gebrauchen. Vielleicht können wir dann mal noch, was mit Proof Defenses? Fleet Strength and Height Fleet Movements, Rebuild Fleet.
Vielleicht können wir dann mal. Ah, hier kann ich die Infrastruktur gerade nicht verbessern. Können wir die hier verbessern? Ja, dann verbessern wir doch mal kurz hier die Infrastruktur. Wer kann das alles machen? Die sind gerade alle noch beschäftigt. Na dann. Dann nicht. Na gut, ja. Ja. Dann würde ich sagen, obwohl wir. Wie alt ist denn, sind denn unsere Kinder gerade? Was gucke ich nochmal? Ja. Jetzt kann man übersichtlicher im Stammbaum haben. War es nicht vorhin noch anders sortiert? Hä, wer sind die denn? Wo kommen die auf einmal her? Ja, die waren ja schon immer da. Das hier ist unser Schwager, genau. Unsere Schwägerin, die ist jetzt verheiratet. Das ist aber noch nicht so lange so. Na gut, ich will gucken, wie alt unsere Kinder sind. 7 und 15. Der ist bald erwachsen. Sieht aber jung aus mit 15, muss ich mal sagen. Sieht mir aus wie 11. Na egal. Das ist gut, dann können wir ihn im nächsten Zug vielleicht verheiraten. Na gut, und ich würde sagen, wir beenden diesen Zug einfach mal. Kommen in den nächsten Zug. Denn viel können wir im Moment nicht machen. Haben zwar noch einige Aktionspunkte ruhig, aber ich glaube, ich will mich jetzt auch nicht zwingen, immer eine Aktion auszuführen. Man kann auch einfach mal abwarten, denke ich. Huch. Und da ist gerade eine große Fraktion bei den Halls beigetreten. Die werden hier richtig dick hier, die Halls. Wir müssen aber irgendwas auch mal hier. Ja, hier ist gerade jemand zum Vasallen geworden, da oben. Die wachsen hier alle und bei uns geht's nicht voran. Bedenklich. Ja, gut. Was haben wir hier? Ja, unser Chef hatte gerade ein Kind. Aber er macht kein Fest deshalb. Unsere Tochter ist sehr krank. Aha, das ist ja nicht gut. Fehlt wer, was das hier ist? Okay, was können wir da jetzt machen? Na gut, das ist natürlich schlecht. Was gucke ich gerade? Guck mal unsere Erbreihenfolge. Wie ist die History? Claims, Relationships, Inheritance. Nee, hä? Achso, da ich auf das Haus klicken und dann kann ich da die Erbfolge, wollte ich mal kurz ansehen. Nee, wo ist die denn? Line of Succession, genau. Ja, einfach die Kinder dem Alter nach. Und ansonsten dann der Bruder und wer ist das? Unser Neffe, okay, so läuft das also. Interessant, aber das ist nicht das, was ich gucken wollte. Stattdessen sollten wir vielleicht mal in der Infrastruktur investieren. Nee, wir haben doch immer noch, die sind immer noch alle auf Assignments, richtig? Ja, die sind alle noch auf Assignments. Warum ist das in der Farbe hinterlegt? Wie lange dauert denn das hier mit diesen Relationships noch? Und die Verteidigung? Wie lange dauert das jetzt alles noch? Mal gucken. Claims. Welche Claims haben wir? Ein Owning Claim auf Kochab. Epsilon Indy. Die hat einen Claim für Epsilon Indy? Unsere Schwägerin? Ein stark. Was? Unsere Schwägerin hat einen starken Anspruch, Epsilon Indy zu beherrschen? Moment, Moment, Moment. Das ist die Hauptwelt hier. Und der Typ ist ein Upstart Duke. Moment, 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 Moment. Wie läuft das denn jetzt schon wieder? Hat eigentlich auch einen starken Anspruch auf Epsilon Indy. Wie ist die denn mit dem verwandt? Ach, das ist seine Schwester.
Interessant, interessant. Was soll ich jetzt machen? Mir fehlen gerade die Ideen. Muss ich ehrlich sagen. Wollen die bemerkenswerten Häuser? Ach, ich bin beim Branch Systems, ne? Ich wollte auf Jed. Ich wollte bei Jed nochmal gucken. Notable Houses. Hier, das Haus Silver. Die haben doch sicher einen Anspruch, den Typen das Ding zu beherrschen. Oder halt auch nicht. Ich habe keine Idee, was ich machen soll, muss ich ganz ehrlich sagen. Alle meine Leute sind auf Assignments. Ich beende den Zug einfach nochmal. Unser Chef liebt jetzt seine Frau. Ja, ich nenne ihn immer nur Chef Donaldson. Ja, und seine Frau liebt ihn wohl auch. Und der ist gerade erwachsen geworden, aber es gibt kein Fest. So, unser Sohn ist jetzt erwachsen. Ja, das ist gut, jetzt können wir ihn... Was? Oh, die Militärstärke ist da gerade runtergegangen. Ja, und jetzt kann unser Sohn nämlich heiraten, das wollte ich mich gerne machen. Und ich glaube, dann beende ich auch mal diese Aufnahme. Hat jetzt ja... Geht ja schon eine ganze Weile, muss ich mal sagen. Ah, der hat auch gerade seinen Sohn verheiratet, jetzt wo er erwachsen ist. So. Echo Zonge und Captain Clemens Davila. Wer ist denn Captain Clemens Davila? Wie sind die beiden denn jetzt schon wieder verwandt? Das ist sein Vater. Und Echo Zonge ist mein Sohn. Aha, mein Vasall will hier gleich mal seinen Vater. Was? Moment. So, sein Vater ist homosexuell, deshalb geht das. Ich war gerade irritiert. Ich dachte, man kann hier nur Männer und Frauen verheiraten. Ich dachte, das geht gar nicht. Ich wusste, es gibt hier homosexuell als Eigenschaft. Aber ich dachte, man kann trotzdem nur Männer und Frauen verheiraten. Aber die mögen sich doch nicht mal. Und unser Sohn ist nicht schwul. Nee, danke. Nee, eigentlich nicht. Oh, und ich kann nur für so ein bisschen Geld fragen? Nee, danke, Alter. Was will der denn, ey? Wir gleich richtig einschleimen beim Chef, naja. Müssen noch warten. Ah. Will inherit claims. Ups, was ist denn jetzt los? Achso, natürlich das hier. Was? Unsere Schwägerin hat ein Verbrechen, das sie nicht Alfekka verteidigt hat? Wie gehört Alfekka ihnen nicht mehr? Hä? Die sind Vasallen? Ach, die waren schon immer Vasallen, aber die Curtis Coalition war doch mal unabhängig, oder? Die Mary Guild, da kennen wir gar nicht die Hauptwelt von. Unser Sohn wird nicht gemocht, er ist langweilig, gierig, aber vergebend. Okay. Und was, er wird Claims, ach, das steht auch da, wenn die ein Claim heirat werden. Rule of Maya? Rule of the Savage Kingdom? Habe ich den Anspruch etwa auch? Wo kriegt er die denn her? Hat meine Frau die? Wo kriegt er die her? Wo hat er die ganzen Claims her? Ach so, unsere Frau hat einen starken Anspruch, das Savage Kingdom. Ich glaube, das wusste ich schon mal. Weil ihre Schwester nämlich der Chef da ist, genau. Mit einem schwachen Anspruch Maya. Ne, die hat auch einen starken Anspruch, Maya zu herrschen. Wo ist denn der Planet Maya? Ach der, ja, war ihre Schwester da. Okay, ich verstehe. Alles klar. Wir sollten eine Heirat für unseren Sohn organisieren. Genau, hier, so teuer ist das, eine Kolonie aufzubauen. Arrange Marriage. So, mal sehen, wer da frei ist.
Nicht viele. Wieder Clemens Davila und Fronde Azzopardi. Wer ist die denn? Aus welchem Haus kommt die denn? Aus Haus Azzopardi. Mhm. Wo ist dieses Haus? Auf Beta Corvi. Ist nicht sehr mächtig und die mögen sie ja nicht. Insofern muss das nicht sein. Gut, dann. Mann, hier laufen viele Assignments. Wo läuft eigentlich unser. Achso, ja, hier wird der Angriff geplant. Schon recht stark inzwischen. Mal sehen, wie da inzwischen. Immer noch ziemlich schlecht, aber die Chancen. Na gut, wie lange dauert das denn noch? Na gut. Ich würde aber sagen, ich weiß jetzt gerade im Moment nicht mehr, was ich machen soll. Ich kann immer hier raussuchen, was inzwischen alles schon in Fraktionen bekannt ist. Zum Beispiel Hensley Quadrant, die kannten wir doch vorher noch nicht. Und den Sparks Sector. Na gut, sind ja einige Systeme inzwischen schon bekannt. Die Hall-Alliance ist natürlich ein gewaltiges Ding. Wobei es sein könnte, dass hier gar keine Planeten sind. Mal sehen. Werden wir noch sehen. Ja, ich weiß nicht mehr, was ich jetzt noch machen soll. Und ich denke, dass das deshalb ein guter Zeitpunkt ist, um dieses Video zu beenden. Wenn ihr noch mehr von Star Dynasty sehen wollt, dann könnt ihr euch gerne mal, wie gesagt, einerseits meine Review ansehen und andererseits auch meinen ersten Eindruck, wo ich einen anderen One gespielt habe. Und ansonsten, wenn ihr wollt, dass ich noch mehr Ones von Star Dynasty spiele, dann könnt ihr mir das gerne in den Kommentaren schreiben oder mir auch einfach zeigen, indem ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Und ja, ich denke eigentlich, ein paar Videos mache ich vielleicht noch. Ich weiß auch nicht, mal sehen, wie das hier weitergeht, aber schreibt einfach mal, ob es bei euch überhaupt noch ankommt, ob ich vielleicht lieber nicht noch weitere Videos machen soll. Könnt ihr mir ja gerne mal schreiben. Und ansonsten, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen von Star Dynasty oder einem anderen Spiel, lohnt es sich, den Kanal zu abonnieren. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann.